So, und hier ist Podcast Anton Heidenreich. Wir haben die Folge 854. Es ist Mittwoch, der 7. Februar 2024. Es ist auf jeden Fall ein verregneter Tag mal wieder. Aber das kennen wir ja. Es ist auf jeden Fall windig auch wieder. Also in letzter Zeit haben wir einfach wirklich nur noch Wind und Regen und ja, kein schönes Wetter irgendwie. Ja, unter Winter stellt man sich dann doch ein bisschen was anderes vor. Aber gut, kann man nicht ändern. Ist natürlich leider so. Es ist auf jeden Fall, heute haben wir ein Geburtstagskind. Meine eine Arbeitskollegin hat Geburtstag heute. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Was läuft heute noch so an? Ich weiß es nicht, ehrlich gesagt. Wir werden sehen. Ne? Also auf jeden Fall packe ich jetzt meine ganzen Sachen zusammen. Taschentücher müssen ja überall drin sein und ja, genau. Ja, momentan habe ich Kabeltrommeln, die ich machen muss. Und ist auch ganz okay, die Arbeit, muss ich sagen. Also ich bin auf jeden Fall mit meiner Arbeit zufrieden. Weiß nicht, wie viel. Heute soll ja auch Hettich kommen. Also mal gucken, was die wieder haben. Ja, wenn, dann kommt alles auf einmal. Ja. Also, ja, aber mal gucken. Nicht beschweren, einfach gucken, was heute geht. Ja. Ansonsten habe ich nicht viel zu erzählen. Aber, ja. Bin gespannt, wie sich das alles entwickelt. Und vor allen Dingen, ja, morgen Mittag fahre ich ja dann zu Ela. Da bin ich auch gespannt, wie das wird. Ich denke, ich werde meinen Spaß und meine Sachen da rauspicken können. So sehe ich das einfach immer. Also ich erwarte von allen immer nie sehr viel, und wenn dann doch etwas Besonderes dabei passiert, dann ist es natürlich schön, aber ja, ich selber habe meine eigenen Erwartungen immer ein bisschen zurückgesteckt, weil ja, es ist immer besser, wenn man selber ein bisschen wenig erwartet, und dann kann man auch nicht enttäuscht werden, wenn es dann irgendwas dann vielleicht doch nicht so wird, wie man sich es vorstellt. Wir schauen einfach mal, wie es wird. Ja, heute trinke ich mal keinen Kaffee. Ich denke mal, dass ich auf der Arbeit wieder irgendeine Kleinigkeit trinken werde, aber jetzt momentan trinke ich erstmal nur einen Schluck Mineralwasser. Das muss einfach mal reichen. Brotdose auspacken, die brauche ich ja heute nicht. Denn heute gibt es Bockwurst. Das ist etwas, worauf ich mich natürlich wieder sehr freue. Schöne, leckere Bockwurst mit Ketchup. Ja, esse ich sehr gerne. Und als Mittag gibt es heute Fischstäbchen. Ich weiß nicht mit was. Ich vermute mal mit Kartoffelbrei oder so. Das geht auch immer noch. Also muss ich jetzt auch nicht unbedingt mich beschweren. Fischstäbchen ist ja sowieso lecker. Essen ja einige ganz gerne. Und ja, das geht immer noch. Das ist immer noch besser als dieser Dillfisch mit Dillsoße, dieser Backfisch. Also von daher wird das alles schon gehen heute. Ja, und morgen ist dann, wie gesagt, fahre ich dann sozusagen mit dem Transport direkt zu Ela, bleibe dann bis Montag da. Ja, wie sieht der Ablauf aus? Ich weiß es noch nicht. Also am Donnerstag, wie gesagt, zusammensitzen ein bisschen, und dann am Freitag ist ja ihr Geburtstag, da werden wir wahrscheinlich abends essen gehen. Tagsüber werden wir frühstücken und dann halt in ihrer Wohnung auch aufhalten. Und so ist der Plan. Und ja, mal gucken, wie es wird.
Ja, also. Wir lassen uns einfach überraschen. Das ist, glaube ich, das Beste. Immer das Beste. Ne? Erwartungen so runterschrauben wie möglich und sich einfach überraschen lassen. Und ja, schon hat man letztendlich gar keine Sorgen mehr. Ja, so einfach ist das natürlich nicht, aber ja. So, die Kanne ist auch wieder zu. Und der Becher auch. Kann ich das alles wieder wegstellen? Ins Regal. So. Ja, wird alles ordentlich wieder weggestellt, ist doch klar. Ja, gestern habe ich es doch geschafft, endlich Hände zu waschen. Wäsche zu waschen. Endlich Hände waschen. Ja. Oh Gott, ich gehe gleich wieder schlafen. Ja, also endlich die Wäsche zu waschen und ja, Gott sei Dank. Wäsche ist also jetzt auch auf dem Trockner. Ich konnte mir auch heute schon wieder Socken anziehen, die ich gestern aufgehangen habe. Also das geht immer sehr fix. Ja, finde ich immer ganz gut. Ja, ansonsten, ich werde jetzt natürlich langsam wieder alles zumachen hier. Wir wollen ja auch nicht, dass es zu kalt wird. So, ihr merkt sofort, die Geräuschkulisse wird eine andere, wenn die Fenster zu sind. Aber so soll es ja auch sein. Ja, in der Blindenwohnzimmergruppe beschäftigen wir uns momentan mit einigen Sachen. Wir wollen, also, was heißt wir? Also, die Gruppe möchte versuchen, mit Hilfe von Yamaha ein Mehrspurgerät zu entwickeln. Also, vielmehr haben wir die Idee gehabt, ein Mehrspurgerät für Blinde zu entwickeln. Und ja, es klingt, ich weiß, es klingt jetzt alles ein bisschen Wahnsinn. Ich weiß auch nicht, ob es klappen wird. Also, ich kann mir. Also ich bin ein Mensch, der für viele Sachen offen ist und der, ich habe auch schon gesagt, also egal was dabei rauskommt und selbst wenn nur eine Gebrauchsanweisung dabei rauskommt, dass ich ein Gerät besser bedienen kann, ja, dann ist es so. Aber ich investiere ja nichts. Ne? Also es ist ja nur im Grunde, wir reden darüber und unser Gruppenmoderator, der leitet die ganze Sache in die Wege. Also der hat Kontakt zu Yamaha aufgenommen. Es soll wohl auch ein Marketing-Mensch bei Yamaha oder von Yamaha in unsere Gruppe kommen. Ja, ich bin mal gespannt, was das alles wird. Also ich bin ja immer sehr skeptisch und ja, also meine, erzählen können die Leute ja immer viel und was letztendlich draus wird und letztendlich entscheidet ja auch der Konzern in Japan. Und wir haben aber eine bei uns in der Gruppe, die ist momentan in Japan, eine Industriedesignerin und die spricht dann bei den jeweiligen Firmen auch vor und stellt das Konzept halt vor. So. Und ja. Na, also was wir Blinde uns halt vorstellen, wie sollte so ein Voice Recorder oder so ein Daisy oder so ein Mehrspurgerät, also das, wir haben ja schon überlegt, so ein All in One-Gerät zu entwickeln. Ne? Also so ein Gerät, wo du halt wie in Daisy-Format aufnehmen kannst, wo du halt auch mehrspurig arbeiten kannst, wo du, ne? Also so ein stationelles natürlich. Und weil sowas gibt es eigentlich noch nicht. Ja, es gibt ja immer so Geräte, die können so ein bisschen was und dann mal wieder was nicht. Und ja, es wäre schön, so ein Alleskönner einfach zu haben. Mit einer schönen Sprachausgabe natürlich auch drin. Vielleicht sogar auch mit Kassettenlaufwerk. Ne? Das wäre so ein bisschen so. Ja, so ein bisschen Nostalgie. Ne? Also ich hatte ja den Vorschlag gemacht, oder vielmehr, ich habe ja gesagt, das Hauptkonzept sollte ja der MT-400 sein, der Multitrack-Recorder, der mit Kassetten. Ne? Und das ist so das Ding, wovon man ausgehen sollte. So, ne? Also so waren die Geräte am einfachsten für uns. Ne? Also jede Spur hatte so einen Hebel da, also so einen Stell, so wo man die Spuren scharf schalten kann. Ich glaube, oben war jede Spur einzeln. Unten war die Mischpultfunktion, also dass du halt alle Eingänge
auch auf eine Spur kriegst, also dass du halt praktisch alles, was an den Mehrspurgerät angeschlossen wird, aufgenommen wird. Ne, das sind so diese beiden Funktionen. Und ja, natürlich auch, das ist so das Modell, wovon man ausgehen. Ob es letztendlich so kommt und inwiefern das Gerät dann doch. Aber ich habe gesagt, ich würde mich als Tester zur Verfügung stellen. Ja, also mir geht es jetzt nicht darum, dass ich irgendwo in der Entwicklung erwähnt werde oder sowas, weil ich bin sowieso sehr skeptisch und ob das wirklich in der Hinsicht so kommt, wie sich einige es da vorstellen. Selber dahingestellt. Ich selber glaube nicht so wirklich an Riesenerfolge und ich glaube, wenn was dabei rauskommt, dann wird es nur eine Kleinigkeit sein. Aber der größte Erfolg für mich wäre, wenn ich so ein Ding hier zu stehen habe. Also das ist der Erfolg, den ich eigentlich sehe für mich. Also wenn, geht es jetzt gar nicht darum, wie gesagt, namentlich irgendwo erwähnt zu werden oder Geld damit zu verdienen, darf ich ja sowieso nicht, weil ich ja vom Amt lebe und Behindertenwerkstatt und Dickheady Stories, also ich geht ja sowieso nicht und außerdem kann man von sowas auch gar nicht leben. Sondern mir geht es darum, dass ich so ein Ding hier zu stehen habe. Das ist mein Ziel. Ja, und mehr nicht. Keine Namenserwähnung, keine, ich bin in der Entwicklung drin oder sowas, namentlich oder sowas, überhaupt nicht. Das interessiert mich überhaupt nicht. Ich möchte nur so ein Teil haben und möchte damit meine Aufnahmen machen können. Das ist sozusagen das, was ich damit bezwecke. Und wenn man es schafft, dass einige, die sich das immer gewünscht haben, so ein Ding zu stehen haben, und dann wäre das schon das große Ziel für mich. Also mehr erwarte ich nicht. Und ob das so kommt, ich weiß es nicht. Also wie gesagt, ich bin skeptisch. Ich glaube, dass es schwierig ist, einen Konzern in Japan von irgendwas zu überzeugen, was wir jetzt uns da vorstellen. Also ich bin da ein bisschen, ja, also weil das Problem ist halt, dass die Firmen darauf nicht angewiesen sind. Ja, das sind ja auch große Firmen und also da wäre wahrscheinlich die Chance größer, dass irgendein kleiner Hersteller sagt, aber gerade Yamaha und so, die sind einfach, es ging ja dann auch noch um Keyboards, die barrierefreier werden sollen und ja, das kann ich mir schon eher vorstellen, dass dann was passiert irgendwie, aber auch das ist halt, das entscheidet ja letztendlich Japan. Und ob die sich jetzt natürlich letztendlich von uns was sagen lassen, sei mal dahingestellt. Ja, also ich kann es mir selber eigentlich nicht so vorstellen. Aber man weiß es ja nicht. Manchmal gibt es ja auch so, ich meine, es sind ja nun mal auch Geräte entstanden und es gab ja auch Leute, die sowas, vielleicht gibt es ja auch irgendeine unabhängige Firma, die dann plötzlich sagt, ey, diese Idee ist doch ganz cool, gut, mit Yamaha nicht geklappt, aber wir hätten Interesse dran. Also ich sehe das immer als Bereicherung. Ja? Also alles, was man irgendwie versucht, kann ja mal irgendwie mit irgendeiner Bereicherung weitergehen. Und das finde ich immer ganz, so sehe ich das einfach. Ne? Also ich bin kein Visionär, der irgendwie jetzt mir das Große erhofft, sondern sondern ich weiß natürlich, dass Großkonzerne ganz anders entscheiden. Da geht es um Marketing, da geht es darum, verkauft man sowas oder nicht. Ja? Und wenn die das kommerziell nicht irgendwie verkaufen können, aber wie gesagt, vielleicht gibt es ja irgendwie eine Möglichkeit, das Ding zumindest zu testen, wenn sie das herstellen sollten und dass man halt so ein Prototyp hier zu stehen hat. Also wenn das schon mal klappt, wäre das geil. Ja? Und ich meine, sowas kann man ja auch über Jahre planen. Ja, es ist ja nicht so, dass man jetzt sagt, okay, diejenige ist, ich glaube, ein Jahr im Japan. Das heißt also, da haben wir jetzt wirklich eine gute Chance, dass sie bei diesen Firmen vorspricht. Und wie gesagt, ich mache das einfach mit, weil ich mir einfach sage, ich habe ja sonst nichts, an was ich so groß glaube.
Sachen, an Ziele, meine ich jetzt. Und deswegen sage ich mir, ja, mein Gott, ich habe ja nichts zu verlieren. Ich brauche kein Geld für irgendwas ausgeben. Es ist ja einfach nur, man gibt eine Idee weiter und fertig. Und wenn es klappt, freut man sich. Wenn es nicht klappt, ist auch okay. Und wenn dabei vielleicht ein Kontakt bei rauskommt oder man hat plötzlich eine Gebrauchsanweisung von irgendeinem Gerät, was man dann bedienen kann, würde mir auch schon reichen. Also ich erwarte davon überhaupt nichts. Ja. Und wenn ich, wenn das Ergebnis ist, dass ich meinen PSRS X600 besser bedienen kann, weil mir ein Mensch von Yamaha mir eine Gebrauchsanweisung schickt, die man als Blinder besser nachvollziehen kann. Wenn das Ergebnis ist, super. Ja, bin ich einen Schritt weiter. Also ich versuche auf jeden Fall meinen Nutzen davon zu ziehen, egal wie der letztendlich aussieht. Und erwarte natürlich nicht, dass jetzt das große Mehrspurgerät kommt und das wird der Riesenrenner. Zumal es muss ja auch erstmal geguckt werden, wie wird sowas überhaupt gemacht und es muss ja umgesetzt werden, das dauert ja auch. Und vor allen Dingen, wer finanziert das? Lohnt sich das für Yamaha oder sagt Yamaha, nee, also ist ja eine kleine Zielgruppe. Man müsste halt dann wirklich auch wieder Hilfsmittelfirmen ins Boot holen und das ist alles sehr, mit Vorsicht zu genießen. Ne? Also ich, wie gesagt, ich bin ein skeptischer Mensch. Ich finde die Idee super und ich bin auch ein Träumer. Also ich bin auch ein Mensch, der offen ist für sowas. Aber man muss halt immer auf dem Boden bleiben und gucken, was kann man wirklich verwirklichen und inwiefern. Es ist ja auch letztendlich so, wie viel hat man nachher wirklich Mitspracherecht. Ich meine, es kann ja sein, dass die hier in Deutschland sehr kooperativ sind, aber dass Japan zum Beispiel sagt, na, also ist ja eine tolle Idee, aber ihr seid ein bisschen, nee, machen wir nicht oder wollen wir nicht riskieren. Und dann können die hier in Deutschland natürlich auch nichts machen. Ne, das muss natürlich allen auch klar sein. Ja, Japan ist natürlich, da sitzen sie. Und wir haben ja gesehen, was mit Olympus passiert ist und OM-Systemen. Da wurde ja auch viel Einfluss versucht. Letztendlich haben sie aber doch ihren LSP5 rausgebracht, der nicht sprechen konnte und haben ja auch nicht gesagt irgendwie, ja gut, wir gucken mal oder so, sondern die haben ihre Sache halt gemacht und das ist halt immer so ein Ding. Ne? Also man sollte gucken, nicht so viel erwarten, einfach was draus wird. Ja? Selbst wenn man halt sagt, wir haben drüber gesprochen. Ja, also, und wie gesagt, vielleicht entwickelt sich ja auch, vielleicht läuft es ja wirklich so, dass Yamaha sagt, nee, machen wir nicht und dann kommt eine kleine Firma, eine kleine unabhängige Firma und sagt, Mensch, das ist eine geile Idee, sowas setzen wir mal irgendwie um und dann schicken wir euch einen Prototyp und dann testet ihr das einfach mal. So wie es ja auch bei anderen Hilfsmitteln der Fall ist und dass halt einfach eine Firma mal sagt, wir probieren sowas aus, schau mal, wie man sowas umsetzen könnte. Ja, also ich sage ja, wenn ich wirklich so ein Prototyp hier zu stehen habe, dann habe ich wirklich für mich meinen Erfolg. Ja, also das wäre geil. Selbst wenn auch vielleicht noch nicht alles richtig funktioniert. Aber wenn ich dann wirklich mehrspurig hier aufnehmen kann und das Ding sagt mir auch noch, was es tut. Also das wäre wirklich, so viel Erfolg erwarte ich gar nicht. Ja. Aber wie gesagt, ich bin auch sehr skeptisch. Ich bin nicht sehr leichtgläubig. Also ich bin ein Mensch, der immer versucht, ja, oder der immer auf die andere Seite sieht und sagt, inwiefern kann man das überhaupt umsetzen. Ja, es muss sich ja für die Firma auch lohnen. Und wir wissen alle, in den heutigen Zeiten, wo wo viele Leute einfach Geldprobleme haben. Gut, Yamaha wird keine Geldprobleme haben, aber Yamaha ist natürlich auch eine Firma, die sich auf kommerzielle Sachen beruht und deswegen, ja, weiß ich nicht, ob das klappt. Das ist halt eine verrückte Idee und meine Idee war ja nur, ich wollte ja bloß die Idee von Flo umsetzen. Also ich habe selber einfach nur den Vorschlag gemacht. Mehr war es eigentlich nicht. Ja, also ich habe einfach nur in der Gruppe gesagt, ja, stellt euch mal vor, wir hätten ein Mehrspurgerät, was man voll und ganz bedienen kann. Und das ist natürlich, ja, hat in der Gruppe eingeschlagen wie eine Bombe. Und dann hatte unser Moderator halt die Idee, da die Kontakte zu knüpfen. Ich selbst hätte sowas natürlich nie gewagt. Also ich mit Yamaha verhandeln. Also das sind so Sachen, ich bin da einfach ein bisschen anders. Es gibt einfach Leute, die
sind in so Sachen einfach mutiger. Und ja, aber wie gesagt, ich weiß nicht, was ich da, was sich letztendlich erfüllt davon. Und ich möchte da deswegen auch einfach, ja, ich halte euch auf jeden Fall auf den Laufenden. Bin gespannt, was sich für mich dadurch entwickelt. Ja. Wie gesagt, ich bin sehr vorsichtig. Und selbst wenn mein Erfolg ist, dass ich durch einen Händler von Yamaha nochmal an so einen MT-400 rankomme, selbst das wäre für mich schon Erfolg. Ja, also ich habe auch überlegt, vielleicht hole ich mir das Ding irgendwann nochmal. Ich weiß es noch nicht. Dazu müsste es einigermaßen günstig sein. Aber das ist so, was ich mir wahrscheinlich nochmal holen wollen würde. Also entweder ein Vierspurgerät, Kassettenteil oder ein Achtspurgerät. Weil ich habe einfach gemerkt, ja, zurück zum Alten und vielleicht stürze ich mich wirklich mal auf so ein Achtspur. Da muss ich mir halt wieder irgendwie Kassetten ja, bestellen lassen oder keine Ahnung, irgendwie. Ich meine, ich brauche ja nicht 100 Kassetten. Es müssen halt Kassetten sein vom Typ Rekord Typ 2. Ne? Aber das, genau, aber dann kann man sich, wenn ich irgendwie 10 Kassetten habe, die ich dann immer wieder überspiele, gut, irgendwann ist damit auch Schluss. Aber ja, das ist so meine Überlegung. Denn ich möchte einfach wieder richtig aufnehmen können und ich möchte einfach wieder irgendein Spurengerät haben und ja, alles, was heutzutage rauskommt, kann man nicht voll ganz bedienen und ja, wenn sich das natürlich ergibt mit Yamaha und die stellen wirklich sowas her, gut, ist erstmal die Frage, inwiefern kriegen wir das, wie teuer wäre das, welche Konditionen, unter welchen Konditionen können wir es dann haben, ne? Ist halt auch immer so eine Sache dann. Aber gut, wenn wir das testen, vielleicht können wir es dann sogar behalten. Ich weiß es nicht. Ich plane erstmal im Laufe des Jahres oder im Laufe der nächsten Zeit wirklich mir vielleicht wieder so ein Kassettenteil anzuschaffen. Irgendwann. Auf jeden Fall möchte ich wieder irgendeine Mehrspurlösung haben, weil ja, Overdubbing ist nicht die Lösung. Ich kann die Spur nicht beeinflussen. LS100, diese Mehrspur-Variante, ist auch nicht so toll, weil erstens habe ich da keinen Equalizer drin, zweitens keine Effekte. Gut, die Kassettenteile haben auch keine Effekte, also müsste ich mir dann auch wieder ein Effektgerät irgendwie besorgen. Ist momentan alles natürlich geldlich nicht machbar, aber vielleicht kriegt man ja so eine Sachen auch gebraucht. Das muss ja kein super Hi-Fi-Effektgerät sein. Es reicht, wenn es ein bisschen Echo hat und Hall, ja, also so ein ganz, so was es halt in den 90ern gab. Ist ja nur, dass ich ja, die Effekte dazu mischen kann. Dass ich ein Effektgerät ans Mehrspurgerät machen kann, ein Effektgerät reicht. Man kann es beide anschließen an dem MT-400. Eins würde ja reichen. Und dass ich dann wieder so arbeiten kann wie damals mit Bernd. Ne? Dass ich dann sagen kann, okay, ich hab ein Mehrspurgerät mit Effektgerät. Nimm meine, ja, vielleicht sogar 8 Spuren auf und ziehe das dann auf den Olympus und habe dann eine, ja, einigermaßen abgemischte Aufnahme und kann die dann weiterverwerten. Klingt dann halt mit ein bisschen Grundrauschen und ja, wieso, wie es auf einer Kassette halt ist. Aber ich habe den meisten Einfluss drauf. Ich kann es selbst bedienen. Gut, die Teile halten auch nicht ewig. Das ist mir auch klar. Das ist so die nächste Planung einfach, also das ist so die Alternative, also wenn das nicht so richtig hinhaut mit dem Mehrspurgerät, was entwickelt werden soll, dann würde ich halt wieder auf eine Kassettenvariante oder auf irgendeine, ja, digitale Variante ist natürlich schwierig, aber das ist so mein Ziel, endlich mal wieder irgendeine Art Mehrspurgerät zu haben. Und unabhängig von Computer, unabhängig von Smartphone, einfach wirklich ein Gerät, womit ich meine Musik richtig aufnehmen kann, wo ich auch mal in der Spur auf Pause machen kann, eine Textpassage überlegen kann, weiter singen kann, ja, weil das ist wirklich beim Overdubbing ja nicht möglich. Na, also beim Mehrspurgerät schon, also gerade auch bei den Kassettenteilen, da konnte ich wirklich in die Spur rein, konnte dann sagen, oh nee, der Teil gefällt mir nicht, zack, mache ich ab der Stelle weiter. Ja, also gerade auch, wenn ich Texte selbst improvisiere, sage ich jetzt mal. Und das war wirklich gut, weil da konnte ich dann wirklich irgendwie eine Textzeile machen. Okay, die ist nicht so doll.
überspielen weiter, bis das Lied fertig ist. Und ja, also das ist so mein Ziel in der nächsten Zeit. Ja, was davon? Was davon letztendlich verwirklicht wird, werde ich sehen. Also ich werde sehen, ob ich nochmal so ein MT-400 von Yamaha zu stehen habe oder vielleicht ein anderes, was denn 8 Spuren hat. Das wäre natürlich besser. Also 8 Spuren wäre mir schon lieber. Oder ob es dann das neue Gerät ist, was dann getestet wird. Ich weiß es nicht. Also ich gehe mal davon aus, dass vielleicht mal wirklich so ein 8 Spur hier steht, so ein Kassettenteil. Also das ist wahrscheinlicher, sage ich jetzt mal. Und ein 8 Spur habe ich ja noch nie gehabt, aber das würde mir vollkommen reichen. 8 Spuren, damit könnte ich wirklich schon mal die ganze Musik und alles abdecken. Könnte sogar schon meine 3 Stimmen oder 4 Stimmen einsingen und dann wäre die Aufnahme im Kasten. Dann bräuchte ich sie bloß noch aufs Olympus überspielen. Und schon habe ich eine einigermaßen selbst abgemischte Aufnahme. Kann also im Endmix noch entscheiden, wie laut die Stimmen sein müssen und kann Equalizer-mäßig mit den Stimmen was machen, kann die einen richtigen Effekt zugeben. Also es wäre ja eigentlich nur in der Stimme den Hall letztendlich. Und ja, aber das sind alles noch, ist alles noch Zukunftsmusik, wie gesagt. Also das ist alles noch, aber das ist so, damit ihr einfach mal auf dem Laufenden seid, was ich so in der nächsten Zukunft mir vorgenommen habe und wo ich eigentlich hin möchte. Ne, ist ja auch immer so eine Platzsache. Ich müsste das Mehrspurgerät ja dann auch immer wieder aufbauen, aber das ist ja kein Problem. Das ist ja so ein Kassettenteil aus Plastik. Ja, aber wie gesagt, da müsste ich ja auch auf an Kassetten rankommen und müsste ja dann auch diese 90er Kassettenteile bestellen, falls man das überhaupt noch kann. Ja, da weiß ich natürlich auch noch nicht. Aber wie gesagt, das sind alles Sachen, die ich jetzt erstmal abwarte. Ja, also ich will erstmal wissen, was wird aus diesem Mehrspurgerät jetzt. Und das kann natürlich auch ein Jahr noch dauern oder 2 Jahre. Ich weiß ja nicht, wie. Ne? Es muss ja erstmal alles angestoßen werden und dann gucken, ob was klappt und wie was klappt. Ja, aber das ist so mein Wunsch in den nächsten Jahren, ein eigenes Mehrspurgerät mal wieder, wo ich richtig schön aufnehmen kann. Ja, schön Stimmen links, rechts, Mitte verteilen kann, wo ich richtig schön wieder abmischen kann und Effekte rein und Effekte raus und Spur wegdrehen, wenn ich sie nicht brauche. All so ein Kram. Und das schön auf einer Weise machen wie früher mit Reglern. Und das wäre so mein Traum. Dass ich endlich wieder so ein bisschen, ja, mich wieder so ein bisschen austoben kann. Ja, inwiefern das möglich ist, wird die Zeit zeigen. Ja, also wir werden sehen, was letztendlich davon machbar ist. Ja, ob es nachher dieser neue Mehrspurrekorder ist, oder ob es dann doch ein älteres Gerät ist. Oder vielleicht gibt es ja irgendwo noch ein Gerät, was man mal irgendwann gemacht hat, was man so einigermaßen bedienen kann, wovon halt bis jetzt noch keiner weiß. Ne? Also wie gesagt, also das sind so die Sachen, die in meinem Kopf sind. Und was davon letztendlich umgesetzt wird, werden wir sehen. Ja, das. Vielleicht habe ich wirklich irgendwann wieder so ein altes Kassettenteil. Wäre ja lustig. Ja, wir werden einfach sehen, wir werden einfach abwarten und schauen, was sich davon ergibt. Ja? Auf jeden Fall ist es schön, wieder mal so ein Ziel zu haben und ja, weil das ist ja auch alles irgendwie nicht
es hat nicht Hand, nicht Fuß, ja, mit dem Overdubbing und aufeinanderpappen und man hat keinen Einfluss auf die Lautstärken und man muss immer so, ist immer so eine Schätzung, ja, wird die Aufnahme was, wird sie nicht was und ja, das ist sowas, wo ich wirklich sage, Mensch, also irgendwie müssen wir da, muss ich da jetzt eine Lösung finden und Computer kommt für mich nicht in Frage, iPhone, also sowas wie GarageBand ist mir einfach zu kompliziert, zumal was soll mein iPhone noch alles machen, also ja. Und deswegen, also ein extra Gerät, was diese ganzen Sachen einfach kann, das wäre schon super. Weil dann könnte ich mich auch wirklich, ja, dann wäre ich auch unabhängiger von diesen ganzen Smart-Zeugs und könnte meine Aufnahmen hier machen, während mein Handy lädt, während meine Watch lädt und schön PSA 500 ran, ne? Sachen einspielen, Grundrhythmus programmieren, den Rest schön auf die Spuren spielen, ne? Also wenn ich mir vorstelle, wenn ich wirklich so ein 8-Spur-Gerät von, weiß ich von wem, von Tascam oder von Yamaha hätte, dann es würde ja vollkommen reichen. Ja? Da macht man auf die ersten beiden Spuren, lässt man den Rhythmus laufen, kann natürlich zum Rhythmus schon was machen. Das heißt also, ich könnte meinetwegen wirklich schon Bass und irgendeine Spur oder ich programmiere halt schon ein paar Sachen ein mit dem Keyboard und kann das dann schon mal aufnehmen auf den ersten beiden Spuren. Ja, ne, weil ich will ja alles in Stereo haben, die nächsten beiden Spuren wieder für Musik. Ne? Das heißt also, dann spiele ich da auch noch ein paar Sachen ein, kann hier aber auch wieder sagen, okay, ich mache mit beiden Händen, sage ich jetzt mal, mit der einen Hand dies, mit der anderen Hand das. So, und schon habe ich, könnte ich natürlich auch schon Background stimmen, wenn es wieder so eine Mischpultfunktion hat, könnte ich ja gleichzeitig auch ein Mikrofon anschließen, könnte halt immer auf den Spuren, auf die er halt aufnimmt, schon mehrere Sachen irgendwie aufnehmen. Hätte ich das zwar nicht separat, aber zumindest, ja, was Background angeht oder irgendwie, das kann ich ja dann irgendwie dazu aufnehmen. Sodass ich dann in den letzten Spuren dann, ne, also nur mal, es wäre wirklich ein 8-Spur-Gerät, dass ich dann sagen kann, okay, die letzten, weiß ich nicht, 3 Spuren nehme ich für den Hauptgesang und 2 Chorstimmen und sowas, die das dann noch abrunden. Dazu kann ich ja dann auch wieder irgendwas spielen, also das wäre ja auch möglich. Also 8 Spuren würden mir da schon wirklich weiterhelfen. Und dann ziehe ich das auf den Olympus fertig. Ja. Ja. Dann klingt die Aufnahme natürlich so ein bisschen altbacken, weil ich glaube, die 8-Spur-Geräte, die rauschen natürlich auch schon ein bisschen mehr. Ich weiß nicht, ich habe noch nie ein 8-Spur-Gerät gehört. Ein Kassetten-8-Spur-Gerät. Aber es ist auf jeden Fall besser als die Lösung, die ich jetzt habe, weil jetzt die Lösung mit den ganzen Overdubbing und Olympus, ja, es geht, man kann damit arbeiten, aber man ist natürlich beschränkt. Ja, du kannst nicht die Spuren so jetzt wirklich machen, wie du das möchtest. Und die Mehrspurfunktion von 100er, die ist begrenzt bedienbar. Ja, klar, es geht, wenn man sich ein bisschen damit fuchst, dann kann man das, aber es ist letztendlich, man kann ja nur die Spuren lauter ziehen und Panorama. Du hast keinen Equalizer, du hast keinen Effekt. Gerät oder eine Möglichkeit, ein Effektgerät einzuschleifen. Ja, also das und das sind so Sachen, die braucht man natürlich. Und das ist natürlich alles nicht so einfach. Ne? Aber ja, mal gucken. Ich bin gespannt, was diese ganze Sache so bringt. Inwiefern ich mir da meinen Nutzen rausziehen kann. Darum geht es ja letztendlich. Und was letztendlich denn das Resultat ist. Und ja, wenn das Resultat wirklich nachher so ein 8-Spur-Rekorder ist, den ich irgendwie gebraucht dann für, weiß ich nicht, 100 oder noch weniger. Ne? Ich will ja da nicht viel Geld ausgeben, weil ich auch nicht weiß, wie lange so ein Ding hält. Wenn ich das dann irgendwie in ein, zwei Jahren hier zu stehen habe oder so, dann habe ich schon, das ist dann schon der Erfolg. Ne? Plus Effektgerät brauche ich ja dann auch. Aber das sind alles, so, wie gesagt, das ist Zukunftsmusik, aber ihr wisst jetzt. Ja. 99%. Ja, ist ja okay. Gut. Ja, aber das, wie gesagt, das sind alles auch nur, das ist wie gesagt Zukunftsmusik. Ich weiß noch nicht, was davon passiert. Ich hoffe natürlich ganz doll, dass sich da irgendwas ergibt, ne? Dass ich dann doch eine Möglichkeit bekomme, irgendwann wieder selbst mehrspurig einigermaßen gut aufzunehmen.
Einigermaßen. Also nicht Tontechnik-Niveau, sondern halt wirklich hobbymäßig. Ja, und das ist so mein Ziel für die nächste Zeit, für die nächsten ein, zwei Jahre. Ist so eine Zeitspanne jetzt, ne? Also ein, zwei Jahre. Das ist so mein Ziel. Ja, und ja, mal gucken, ob ich das erreiche. Wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Also wie gesagt, ich habe ja eine Möglichkeit, einigermaßen aufzunehmen. Aber wenn ich es verbessern kann, dann ist es natürlich eine schöne Sache. Und wie gesagt, das mit dem PSR 500 hat ja auch geklappt. Warum sollte man nicht hier auch eine Lösung finden? Dass man halt sagt, okay, Moment, dann halt altes Mehrspurgerät her plus irgendein Effektgerät. Ja, muss ja kein gutes sein. Ein bisschen Hall drin, ein bisschen Echo drin, fertig. Ne? Sodass ich das halt Stereo einschleifen kann beim Abmischen. Darum geht's halt, ne? Ich kann natürlich auch mit den Effekten vom Mischpult arbeiten, aber dann sind die Effekte ja Mono. Das heißt also, dann hat man immer so Mono-Sound oder gut, wenn man jetzt natürlich die Effekte, dann müsste man ja beim Aufnehmen die Effekte schon reinmachen. Und das ist natürlich, ja, kann man auch machen zur Not, aber klingt dann natürlich nicht dementsprechend. Das würde man natürlich alles hören. Und deswegen hoffe ich ja, dass es irgendwann dafür eine Lösung gibt, dass ich wenigstens mal wieder so ein Teil zu stehen habe. Ich meine, es wird ja auch nicht so teuer sein und wie gesagt, sowas kriegt man ja nur noch gebraucht. Und das ja, ist ja jetzt auch nicht so weltbewegend. Ne? Also wenn man da irgendwie vielleicht wirklich für 100 Euro oder was so ein altes Teil kriegt und plus Effektgerät vielleicht sogar noch. Na, also wie gesagt, weil wenn man ein Effektgerät aus den 90ern will oder so, dann die sind natürlich auch nicht so teuer. Muss ja kein modernes Hi-Fi-Effektgerät sein. Wie gesagt, ein bisschen Hall reicht. Und wenn man dann so ein 8-Spur hat, also wenn ich mir dann vorstelle, alles in Stereo und ich habe meine 4 Stimmen, die ich dann auch schön einsingen kann mit meinem Shure SM58, ja, könnte ich dann eigentlich einigermaßen gute Aufnahmen hinkriegen. Also für mich gute Aufnahmen. Jetzt natürlich ein Tontechniker würde sich natürlich schütteln, aber für mich wäre das toll. Also ich könnte alles separat machen und wäre dann schon ein bisschen unabhängiger von dem ganzen Smart-Zeug. Und das Einzige, was dann nur noch smart läuft, ist, dass ich es auf dem Olympus ziehe und dann die Datei als MP3 natürlich teile. Ne? Aber das ist ein Verfahren, was natürlich machbar ist und es klingt natürlich ein bisschen retromäßig, aber das gehört dazu. Der 500er klingt auch retromäßig, also würde das ja auch passen. Und insofern wäre ich dann zwar wieder bei dem soundmäßig bei dem ich früher war, aber letztendlich ist es egal, weil mit dem heutigen Wissen und mit dem heutigen Herangehensweise und natürlich mit, dass man nicht mehr alles auf Kassette nur speichert. Früher hat man ja nur mit Kassette gearbeitet. Heutzutage kann man das ja dann auf dem Olympus ziehen und dann ja, hat man ja die Aufnahme einigermaßen gut. Diese Mehrspurgeräte, wenn die mit doppelter Bandgeschwindigkeit arbeiten, sind sie ja recht rauscharm. Also klar hört man es noch, aber wenn ich mit dem Olympus Overdubbing aufnehme und Mikrofon und so, dann rauscht es auch. Also letztendlich habe ich immer irgendeinen Rauschfaktor. Ne? Und von daher ist es egal. Da kann ich dann auch mit dem alten Mehrspurgerät arbeiten. Ne? Also das, so sehe ich das einfach. Ne? Meins ist mir ja damals kaputt gegangen, also das MT400, sonst hätte ich das ja heute noch, aber das ging irgendwie, die Podis, also die ganzen Eingänge waren ja nicht mehr okay und die Regler haben auch nicht mehr so reagiert und gut, das wäre heute anders, weil ich würde ja das heute alles wegschießen und wegpacken und ich denke mal, so ein paar Jahre würde so ein MT400 natürlich auch, wenn ich es wieder hätte, gut, das hat nur 4 Spuren, aber das wäre so der, ja, die kleinste Lösung, ne, so ein MT400 wieder zu haben. Ja gut, dann habe ich halt nur 4 Spuren, aber da könnte ich schon mal einiges abdecken. Ich würde mich auch darauf einstellen, dass ich erstmal sage, gut, Musik nehme ich halt per Hand auf,
Also dass ich halt sage, okay, ich programmiere einen Rhythmus, einen Grundrhythmus, sagen wir mal Bass, Gitarre und sowas spiele ich dann auch noch, programmiere ich auch noch. Das kommt als Monospur sozusagen und die Stereo-Drums, die kann ich ja immer noch extra einspielen. Also ich kann ja immer noch sagen, okay, zur Not kann man immer noch per Overdubbing mit dem LS-Gerät, sagen wir mal, das, was jetzt wirklich von rechts nach links kommen soll, per Stereo einspielen. Ne? Also das wäre dann, die Hauptsache ist halt, dass die Hauptstimmen, also diese Chorstimmen, dass ich halt wirklich erste, zweite, dritte Stimme, dass ich das halt wirklich richtig mischen kann. Dass ich halt wirklich sagen kann, okay, die Spur rechts, die Spur links, die Hauptstimme etwas lauter. So, wenn ich diesen Vormix gemacht habe und dann immer noch was draufsetze per Overdubbing und sagen kann, okay, jetzt brauche ich hier noch Toms, die irgendwie von rechts nach links gehen oder Kongas, die dick, du, denn so rechts, links, das kann ich ja alles noch nachträglich einspielen. Ne? Das ist kein Problem und da muss man ja auch nicht viel groß rummischen, weil das sind ja dann nur Hintergrundsachen, die dann irgendwie ablaufen und das ist dann alles, weil wichtig sind mir halt die Stimmen, also die möchte ich mehr beeinflussen können. Ja. Wie gesagt, was davon jetzt wirklich umsetzbar ist, weiß ich nicht, vielleicht. Aber wie gesagt, das mit dem Yamaha hat ja auch geklappt. Ja, das einfach mal jetzt als Zukunftsmusik, was in ein, zwei Jahren, das ist so eine Zeitspanne, die ich dafür mir so gebe. Alles andere wird sich zeigen. Ja. Jetzt erstmal bräuchte ich ein paar Kabel, dass ich dieses Wackelkontaktproblem los bin. Und dass ich erstmal in Ruhe mit dem Keyboard aufnehmen kann. Und dann wird sich zeigen, wie es da weitergeht. Also ich möchte auf jeden Fall nicht mehr zu sehr in dieses Digitale einsteigen. Ich möchte wirklich wieder mehr auf Analog gehen, weil ich das mehr bedienen kann. Und weil ich ja davon ausgehe, dass die Sache mit dem Mehrspurgerät und mit der Kooperation mit der Yamaha, dass das halt oft nicht so schnell passiert, gehe ich mal davon aus. Und ja, also werde ich mich erstmal auf so ein bisschen auf analoge Sachen stürzen und gucken, was gibt's noch, was kann ich bedienen. Und ja. Das wäre schon. Ja, da wäre ich einen Schritt weiter und ja, mal gucken. Wie gesagt, also das so, ihr wisst jetzt auf jeden Fall, was ich so in meinem Kopf habe. Und wie gesagt, heutzutage, der große Vorteil ist, heutzutage, es gibt ja immer Leute, die sowas vielleicht loswerden wollen oder die sagen, Mensch, ich habe da noch irgendwo so ein altes Yamaha 8 Spur, gib's mir irgendwie ein 100er dafür, ich brauche das Teil nicht mehr. Ich meine, es gibt ja auch äußerst wenig Leute, die mit sowas arbeiten. Ne? Und oder gibt es mir einen Fuffi dafür oder so? Ja, wie gesagt, also ich habe mich auch da mal umgehört. Ich habe schon mal im Netz geguckt wegen dem MT-400. Das ist schon erstaunlich, was da manche Leute anbieten. Also für 200 noch was und so. Also das ist ja schon fast Originalpreis. Also wo ich dann sage, nee, also so viel gebe ich für so ein Ding nicht aus. Weil erstens habe ich es nicht und zweitens Originalpreis möchte ich dafür natürlich nicht ausgeben, für so ein altes Ding. Vor allen Dingen ist es ja auch immer die Frage, wie lange hält das noch? Ne? Also gerade bei diesen alten analogen Teilen, die haben zwar immer eine gute Qualität. Das MT-400 hatte ich ja auch gebraucht damals gekriegt. Oder ja, klar gebraucht. Also was heißt gebraucht? Schon im Laden, aber halt, aber das war halt auch, in der Zeit hat ja keiner mehr damit gearbeitet, als ich es hatte. Das war ja aber ich habe sehr viele Aufnahmen mit Bernd damit gemacht. Also müsst da mal durchhören. Wenn ihr auf die Playlist Bernd und Sven geht, da sind viele Sachen. Also Wintertraum ist damit gemacht worden, Frühlingstraum, diese ganzen Geschichten haben wir alles mit dem MT-400 gemacht. Ne? Also und mit Minidisc. Also wir haben das auf Minidisc gespielt und dann halt auf CD gebrannt. Und so ein ähnliches Verfahren würde ich halt wieder machen. Nur halt mit dem Olympus dann. Ja, also das ist so mein. Ja, mal gucken, was davon realisiert wird. 100% geladen. 100% geladen.
lassen wir uns überraschen. Ja, das war also Podcast von Sven Heidenreich, Folge 854, mal ein bisschen so in die Zukunft geguckt, die Glaskugel sozusagen. Und vielleicht gibt es ja den einen oder anderen unter euch, der mir da Tipps geben kann, der vielleicht weiß, wo man günstig so ein 8-Spur-Gerät herkriegt. Vielleicht gibt es auch eine Möglichkeit, eins zu kriegen mit Effekte. Ich weiß ja nicht, ob es jemals sowas gab, also ob es vielleicht sogar mal Kassetten-Mehrspurgeräte mit Effektprozessor gab, weiß ich nicht, kann ja sein. Ja. Das wäre natürlich super, weil alles im einen wäre natürlich besser als jetzt alles einzeln irgendwie zu kaufen, weil wie gesagt, so viel Geld habe ich nicht und ja, ein Gerät, das alles kann, wäre natürlich super. Dann wäre ich alle Sorgen los, brauche nicht riesen Kabel, bräuchte halt nur mein Keyboard ranklemmen und mein Mikrofon und fertig. Ne? Also das wäre natürlich die optimalste Lösung. Da weiß ich aber nicht, ob es sowas je gab, also ein Kassettenteil mit Effektgeräte oder ja, oder ob es im Digitalbereich vielleicht irgendwas gab, von dem wir jetzt noch nicht wissen, was man einigermaßen bedienen konnte. Ja, wie gesagt, eure Tipps gerne per E-Mail, per WhatsApp. Ich bin ja jetzt nicht mehr in ganz so vielen Gruppen drin, also ich bin nur noch in wenig Gruppen von Blinzeln drin, weil ich mich da ein bisschen jetzt rausgenommen habe, weil ich einfach gemerkt habe, ja, in so vielen Gruppen sein, in denen ich dann doch nicht aktiv bin, hat einfach keinen Sinn. Ja, ich habe meine speziellen Gruppen und das reicht mir und ja. Aber wie gesagt, ich bin für jeden Tipp offen und wer mir da weiterhelfen kann, und es einigermaßen geldgünstig zu kriegen, alles, ne? Also ich will keine Summen ausgeben, wie gesagt, das sind ja letztendlich alte, ältere Sachen und ja, aber ich möchte einfach wieder, und das ist mein Ziel, in ein, zwei Jahren einigermaßen gute Mehrspuraufnahmen hinkriegen. Das ist so mein Ziel. Ja, dann hört man sich in der Folge 855. Bis dann, ciao, ciao.